Hallo und willkommen. Hallo und herzlich willkommen zu Slender The Eight Pages. Genau. Und zwar einer neueren Version. Ja, das ist jetzt nicht mehr die 1.9.1, sondern 1.9.7? 9? 1? Ja, 7? 7 sowas. Genau. Ja, als wir damals das Spiel noch gespielt haben. Vor 20 Jahren. Da war es noch. Da war es noch einfach. Aber jetzt. Da war es noch kein Hauptmenü und sowas da. Ja. Gut. Genau. Ja. So, wo sind denn meine Hände? Da sind meine Hände. Da gibt es sogar gerade Slenderman Mythos. YouTube-Series. Wenn man sich nicht genug gruselt, kann man gleich nochmal hier nachschauen. Genau. Ja. Wir perfekt. Denken, wir weg. Mach ich auch. Was war denn? Extras. Kannst du doch mal... Nein, ich muss es erst freischalten, oder? Okay. Oh, ja, gut, okay, es geht jetzt schon wieder so. Okay, mach weg. Ja, gut. Dann würde ich sagen, ja, starten wir. Ja. Starte ich. Laura spielt, Laura darf spielen. Eine der Neuerungen steht in den Neuerungen, dass man nicht mehr zu viel Zeit lassen. Genau, das heißt, wir müssen eigentlich jetzt darf. Relativ zügig. Genau. Wenn ihr Thomas nicht gehört habt, ja. Er hat sein. Ich habe mein Mikro leider nicht am Mund gehabt. Hm. Wenn doch, dann wissen wir, dass das immer so machen kann. Ja. So. Oh, hey, altbekannt, ne, oder? Das ja, haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Hey, das ist nebelig. Ja, genau. Ach ja, Nebel, genau, das war auch genau, oh, wenn wir ich, rennen. Wenn ich renne nach, dann geht das so nach unten. Oh Gott, das ist ja schon ist ja schon man ist so langsam. Ja, ist doch schon so unglaublich lange her, dass wir dieses Spiel da gespielt haben, dieses normale. Das wäre ein bisschen zu viel Nebel, ne? Hm. Ist ja schon so unglaublich lange her, da hinten ist schon wieder, ja. Das haben wir am Schluss immer irgendwie nie mehr gefunden. Weil er so klein ist. Kurz Schluck trinken, Mensch. Obwohl, eigentlich will ich ja immer zuerst ins Bad gehen, ne? Wollen wir es jetzt auch machen? Machen wir. Jetzt kann ich noch einen Schluck trinken, weil gleich geht's nicht mehr, wenn da das Slenderman kommt. Außerdem spielst du ja gerade. Das ist total doof. Wo ist denn das? Das ist die Seite. Soll ich jetzt oder soll ich jetzt nicht? Mach. Always watch. Vielleicht, wir versuchen jetzt einfach mal alle 8 Seiten zu sammeln. Genau. Obwohl ich das als taktisch sehr unklug sehe, nicht als erstes ins Badhaus da zu gehen. Zu den Klos, wo keine Toiletten sind. Dieser Nebel. Ich habe Halluzinationen. Oh Gott, dann mach die Sache nicht. Nee, nicht so ganz. Und ich habe das Gefühl, dass er dichter wird. Die Atmosphäre ist mal wieder ganz unlustig, muss ich sagen. Ganz unlustig. Da kann sie laut sagen. Ich habe das Gefühl, man ist immer noch langsamer geworden als sonst sowieso schon. Ist da die Lichtung? Ich sehe doch nichts. Mein Gott, ich sehe gar nichts. Kannst du den Bildschirm runter machen? Ach, da ist es ja. Ist schon unten. Ja, das ist wohl wahrscheinlich, ja. Das ist, ja. Durch den Nebel sieht man halt anscheinend, aber... Oh, oh. Das ist jetzt eigentlich die Seite, ja. Da drin waren auch noch Sachen, ne? Ja, aber dann erst ins Klohäuschen. Mm, okay. Sehe ich vollkommen ein. La 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 la. Häuschen. Ich kann tanzen. Hey. Toll. Ein sehr schöner Abendhimmel mit dem rötlichen und dem gelblichen. Er ist irgendwie nach diesen ganzen anderen, nach diesen ganzen Mutationen hier von Slender, hier, Elementary und Hotz-Dingens und Sanatorium, habe ich jetzt im Moment gar nicht mehr ganz so eine große Panik davor. Ich weiß, es ist wahrscheinlich ein Fehler, das wird auch ein Fehler sein, aber... Weil du bist. Trotzdem, ja, ehrlich, weil es einfach, weiß ich nicht, es ist wieder so großflächig. Aber trotzdem müssen wir es jetzt nicht... Trotzdem... Jetzt wäre dieser komische Gang. Und trotzdem habe ich schon wieder so ein bisschen... Trotzdem ist er jetzt ganz unbesorgt und hat gar keine Angst, wie ihr gerade sicherlich merkt. Oh, da ist ja eine Seite. Dieses tolle Bild. Ich habe Angst.
Nein! Ja! Mach mir da nicht so eine Angst. Ja, wieso mache ich eine. Du, ey! Ah! Laura! Ey! Ah! Ich muss meine Geräusche hier nicht ins Lächerliche ziehen. Das sind alles, ich weiß, dass du noch nie Todesangst gehabt hast. Und du auch nicht. Ja doch, merkst du doch, oder nicht? Wo sind denn die Dinger? Oh, ich sehe gar nichts mehr durch den Nebel. Ist der Nebel doof, ey. Ich glaube nicht in die Richtung. Doch, okay, doch in die Richtung. Mist. Ach, verdammt. Ich bezweifle nicht meine weibliche Intuition. Ich zweifle nicht daran. Ich sehe sowieso nichts und dann. Ich bin auch gar nicht so groß. Ja, aber es ist schon ganz unten, der Monitor. Weil gar nicht. Du hast mich angelogen. Doch. Weil doch. Irgendwo sind da. Manchmal Seiten am Rand. Oh. Ich möchte irgendwann ein großer Traum von mir irgendwann mal abgehärtet zu sein. Da ist er doch, Laura! Stimmt. Mein Gott, das war's schon wieder. Wir haben verloren. Ja, hör auf, wir sind tot. Ja, gut, dann würde ich sagen, bleibe ich jetzt einfach stehen. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Wir lassen das jetzt. Genau. Ich sollte ein bisschen auf den Boden schauen. Wenn ich in den Himmel schaue, sieht man ja gar nichts. Hä, aber da muss doch noch so eine... Okay, er ist hinter uns direkt. Ja, das war's gleich. Thomas! Ja, wenn man den Luxus dieser Großräumigkeit erstmal zu schätzen weiß hier. Zu schätzen weiß. Oh, Thomas! Das war's! Nein! Renn! Warum läufst du denn nicht? Ich laufe doch. Du siehst doch, dass dieser Schein der Taschenlampe unten ist. Dann laufe ich doch. Warum ist er dann direkt hinter mir schon? Da ist ein. Ach Gott, da ist Dingens, ja. Wo denn? An der anderen Seite vom Baum, natürlich, logischerweise. Das ist doch dieser komische Baum, den haben wir doch. Ja, aber da ist nicht immer eine Seite dran. Ich hab dich gefragt, ob da eine Seite dran ist. Ja. Ist keine Seite dran. Wie, da ist keine Seite dran? Das kann nicht sein! Ich hab dich extra gefragt, ey. Ja, natürlich! Ich führe dich in die Irre. Nein, da. Damit das Slenderman nicht fängt. Tut mir leid. Ja. Ich geb dir gleich, tut mir leid. Bereit zu spät durch Nacht und Wind. Der Slenderman mit seinem Kind. Ja. Wie geht's weiter? Keine Ahnung. Da war ich schon mal. Oh Mann! Der Nebel ist echt ätzend. Warum ist das kleine Mädchen noch gleich hier? Bei Nacht. Welches kleine Mädchen? Mit dem wir gerade spielen. Spielen wir mit einem kleinen Mädchen? Ja. Woher weißt du das? Weiß ich nicht. Ich glaube, rechts an der Seite war was an der Tür, ne? Vom LKW. Nein, das war mal hinterm LKW. Okay. Ja, wenn dann was, okay. Oder vielleicht auch hinterm Haus. Oder hinterm Haus. Das gefällt mir immer nicht, weil diese Seiten sind nie da. Das mag ich gar nicht hier. Can't run! 3 Seiten. Ich kann rennen, siehst du doch. Und dieses Mädchen, kein Wunder, das schafft es nicht, die Taschenlampe nach oben zu halten und gleichzeitig zu laufen. Ist auch schwer. Das ist ein Skandal hier im Sperrbezirk. Ich habe das Gefühl, dass er gleich wieder ins Klohäuschen kommt. Ich weiß gerade gar nicht, was ich für ein Gefühl haben soll, weil ich weiß gar nicht, wo wir sind. Der Eingang ist überhaupt nicht bedrohlich. Woher weißt du das? Das ist schon wieder unglaublich, Laura. Das ist unglaublich schon wieder mit dir. Entschuldigung. Aber trotzdem ist bei diesen Containern da, bei diesen Tanktonnen da noch irgendwo. Ja, nicht unbedingt. Nee, aber jetzt mal beim LKW war schon nichts, bei dem Baum war schon nichts. Irgendwo müssen sie jetzt noch sein. Ja, ich habe das schon bei dem LKW geguckt. Bei den Tonnen, bei den Tanks. Irgendwo muss da muss doch irgendwo noch einer drin sein. Einer dran sein. Ja, das war's. Soll ich aber doch nicht gucken bei den Tanks? Es kann nicht sein, dass er da immer noch rumsträumert da. Nee, der ist hinter mir direkt. Hey, das finde ich besser. Das ist beruhigend, ne? Ja. Finde ich auch. Ich weiß noch, wie ich mich bei der einen Folge mal einfach so umgedreht habe. Auch Spaß, auf einmal stand er da wirklich. Wollen wir es mal umdrehen? Nein. Dann nicht. Sei denn, du möchtest... Was war das? Was ist das denn auf einmal so aufgeleuchtet? Mein Gott, nein, nein, das darf nicht sein, Laura. Sind da solche Scheißeffekte mit drin. Seit wann leuchtet das denn so auf? Oh, Mann. Sag mal, willst du mich verarschen? Oh, das hätte ich jetzt aber selber erschrocken, ne? Ja, ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe gedacht, ja, der Bildschirm ist kaputt. Oh, endlich hast du dich mal erschrocken. Oh, ich find's gut. Ja, oh, ich muss zugeben, ich habe die Augen aufgerissen. Endlich! Mann, nach dem fünften Horrorspiel, was ich hier wieder anspiele. Jetzt musst du bloß noch angemessen reagieren. Ach so.
Das übe ich. Oh Mann. Gott, ich sehe nix, ey. Man hätte außer Nebel, dieser helle Schein eben. Man könnte Nebel auch mal ausschalten, hätten wir machen können, ne? Ja, hätten wir machen können. Ach, das ist doch... Jetzt bin ich mal gespannt, auf welcher Seite das Ding... No, 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 no. Fünf! Hörst du das? Ich höre gar nichts. Lass mich in Ruhe. Nimm deine Hände weg. Hallo? Aber ich musste irgendwo meine Hände Nein, haben. Nicht an mir. Nimm wen anders. Nimm den neben dir. Der will nicht. Der will nicht? Hm. Der spielt gerade mit mir, habe ich gehört. Nee. Wo ist der Slenderman? Ich will den Slenderman mal an seine kalten, ekligen Hände nehmen. Diese... Hm. Alter, man ist egal, wo ich hingucke. Alter, man sieht ja gar nichts hier. Ist echt ein bisschen... Achso, du weißt. Ich glaube, ich weiß, woher das kam. Wenn man sich zu lange Zeit lässt mit den Seitendingen. So. Dann kommt wahrscheinlich dieses Aufleuchten hier eben gerade. Dieses Möchtegern, dieser Möchtegern-Schock-Effekt. Ich habe nichts gesagt, Slenderman. Siehst du irgendwas? Ich sehe inzwischen nichts mehr. Nicht wirklich. Wir sollten den Nebel das nächste Mal ausschalten. Was ist das? Ist das schon wieder... Hier war ich schon mal. Irgendwo muss noch dieser Tunnel sein. Den haben wir bei den letzten Malen, die wir immer das Ding gespielt haben, immer gefunden, ne? Aber als erstes. Ja gut, da war es auch nicht halb so nebelig, Mensch. Was ist denn da los? Das ist ja nur noch Staub und Nebel da. Den schalten wir definitiv aus. Ich sehe nichts mehr. Den schalten wir definitiv aus, genau. Der Bildschirm ist sowieso schon so hoch. Eigentlich nicht. Also es geht. Zaun, bis auf Kollisionskurs. Gut, das war's, wir sind tot, Laura. Doch nicht. Ich hab's eben nicht gesehen. Ich war vom Nebel abgelenkt. Hm. Ich versuch durch den Nebel zu gucken. Oh Gott, ich sollte nicht sehen. Ist irgendwas? Das ist doch hier rechts wieder so unten. Nee, doch nicht. Oder? Das ist gar nichts. Hier ist irgendein Weg. Oh. Die stiefeln einfach den Weg entlang. Ja. Hallo, Slenderman. Nam, nam, nam. Du bist dran beim Spielen. Klick mir das nicht an. Du bist dran beim Spielen. Klick mir das nicht an. Klick to continue.